Hallo Leute, willkommen bei meinem Video über Windows 7. Heute geht es darum, wie man bei einem PC oder Laptop eine Wiederherstellung durchführen könnte. Okay, als erstes geht hier um den Windows-Button. Dann drückt ihr die Systemsteuerung, System und Sicherheit, Sichern und Wiederherstellen. Dann Systemeinstellung am Computer wiederherstellen. Dann Systemwiederherstellung öffnen. Dann einfach auf Weiter. Dann könnt ihr da ein Datum auswählen. Okay. Ich habe das schon gemacht. Müsst ihr einfach auf Fertig drücken. Tue jetzt abbrechen. Das war's schon. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich und like. Wenn die noch Fragen haben, schreibe einfach in den Kommentar. Ciao.